mal gucken, ob die Container richtig stehen, ob da nicht irgendwie was ausläuft. Man kennt das ja, Ratten nagen sich ja durch die massiven Stahlcontainer durch. Naja. Ja, die bleiben übrigens hier nicht stehen, also die Crafting-Box und das Bett. Sollte klar sein. So. Das wird schon groß aussehen vom Weiten her. Also so, dass hier auch wirklich, wie kann man das sagen? Wie wird's aussehen? Gewerblich, betrieblich, industriell. Es ist die industrielle Revolution Iruniens. So. Und so. Und jetzt können wir einfach von hier weitermachen. Und mit der nächsten bzw. übernächsten Etage wird man dann auch schon ein bisschen von außerhalb das Ganze sehen können. Das ist ja auch Sinn der Sache, deshalb wird das Ganze auch hoch. Nicht nur eine Etage, dass man quasi, wenn man kommt, sofort sieht, was hier ist und nicht erst an die und nicht nur die kahle Mauer sieht und dann erst gucken muss, was denn da gelagert ist. So, hier können wir schon mal überall einen draufpacken. Dann sind wir auf Mauerhöhe und dann können wir hier auch schon mal Fackeln dran setzen. Zack und zack und zack. Und dann beginnt das gleiche Spiel von vorne. Das haben wir dann auch noch 6 Mal vor uns. So, jetzt nehmen wir erstmal die Farben, die bisher noch nicht dran gekommen sind. Steht hier gleich zweimal. Ah ne, eine. Zwei Reihen? Ich den zu groß gebaut? Oh, Tatsache, der ist ja 5. Na gut, dann steht da halt ein etwas größerer Container immer. Naja. Das habe ich jetzt zu spät gemerkt, aber trotzdem, dadurch geht es auf und müssen wir halt ein bisschen improvisieren. So, hier steht einer, der wurde etwas falsch eingesortiert. Der steht hier so schön mittig rum. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leben dafür. Das steht fest. Ich glaube, 3 oder 4 Reihen sollten schon fast reichen. Wir werden mal die nächste noch bauen und uns dann erstmal das Ganze von außen anschauen. So. Einen noch. So. Zack. Ist das alles Trope? Ja. Dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen Lehm sogar abernten. Ah, da würde ich mich ja drüber freuen. Endlich mal wieder ins Lehmbiom. Ja, ich weiß, dass ich mich über solche Dinge freuen kann, ist schon komisch. Ich freue mich über die langweilige Aberntearbeit. Können wir, na, Orange haben wir genug. Eher den ungefärbten Lehm brauchen wir dann.
Wenn wir Tropenholz brauchen, gehen wir wieder in unseren Tropenwald und vergewaltigen den weiter, bis davon nichts mehr über ist. Ja, man kennt das ja, so läuft das ja im RL auch. Ein ganzer Tropenbaum muss abgeerntet werden, um einen Zahnstocher herzustellen. So. Die würde ich dann noch ein Stück sogar höher machen, wenn wir das so lassen würden, sollen, würden, tun. So. So. Gleich erstmal noch neue Fackeln machen. So, dann fangen wir mal mit Grün an. Daneben kommt schönes Blau. Die Lehmfarben in diesem Texture Pack sind wirklich toll. Ja, da kann Painterly nicht mithalten. Das sind sie ja eher ein bisschen gräulich. Hier steht jetzt einfach mal ein kleinerer Container. Muss es ja auch geben. Nee. So, der Platz da hinten ist leer. Und hier steht dann noch ein etwas größerer. Sind also in dem Fall mal nicht genormt, die Dinger. Aber ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Normgrößen bei diesen Containern? Gucken wir mal. So ein bisschen vom Weiten drauf. Aber ich glaube, eine muss noch. Ja, so sieht es gerade eben rüber geguckt aus. Eine Reihe muss noch drauf. Naja, dann haben wir vier Reihen. Dann ist unser Musterbeispiel fertig. Ich würde sagen, danach nehmen wir uns erstmal gehen wir schlafen und danach nehmen wir uns ordentlich Holz und bauen erstmal die Gerüste soweit auf, damit wir danach nur noch den Lehm holen müssen und dann gemütlich reinpacken müssen. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon durch. Es ging dann ja doch schneller, als ich angenommen hatte. So. Ja. Ach ja, da kann ja keiner hin. Ja, hier hinten wird es gleich ein bisschen problematisch. Nee, du schon nicht mehr. Oh, es ist nichts, was man mit ein paar Sprüngen nicht hinkriegt. So. So, zack. Oben kommt da noch ein Halbstein drauf. Zack. Und die anderen werden von der Höhe, von der Form her genauso. Das hat halt nichts mit Kreativität zu tun. Hier geht es um Logistik, platzsparend lagern. Und nichts mit Ästhetik und Schönheit zu tun. Dann packen wir mal drauf. Was nehmen wir denn? Ah, fangen wir mal mit Rot an.
Dann weiß. Hier oben ist komischerweise alles voll. Ach so, da habe ich jetzt einen. Ah. Sind halt alle auch ein bisschen versetzt. Hat man beim Packen nicht aufgepasst. Davon haben wir noch so viel. Davon haben wir noch so viel. Und nehmen wir zum Schluss dann noch mal rot. So, das wär's dann. Ja, das kann man sich doch so als Lager richtig vorstellen. Sieht sogar schön aus, dass die nicht alle wirklich in Reihe und Glied stehen, sondern dass sie ein bisschen versetzt sind auch mal. Auch dort oben. Ja, von der Seite schön gepackt alles. Von hier hinten. Ja. Und jetzt quasi einmal rum das Ganze. Aber bevor wir das jetzt machen, sollten wir uns erstmal vielleicht neue Fackeln machen. Da müssen wir gleich nicht nochmal rennen und können wirklich unsere gesamte Energie auf das Bauen dann verschwenden, verwenden. Aber erstmal gucke ich jetzt mal hier, wie es hier aussehen wird. So, mal kurz eine Reihe reinziehen. Dann haben wir da auch schon so ein. Hier mache ich jetzt nur eine Etage. So. Dann schauen wir mal. So, eine Reihe frei. Ja, hier geht's genau aus. Ich glaube, das war auch die Referenzseite, die wir damals zum Ausmessen genommen haben. So, und hier kommt dann der Querbalken rein. Der ist wichtig, weil das ist ja quasi der, wo wir später auch unsere Leitern dran haben werden. Von daher sollten wir da auch immer aufpassen, dass der gut zu erreichen ist. So, keine Fackeln mehr. Doch keine Nahrung mehr. Haben wir eigentlich überhaupt noch irgendwas? Dreck. Aber davon jede Menge. So. Ach, ist das praktisch. Bisschen verrotzt. War jetzt die Farbe. Lass mal hier rein. So, was wollte ich holen? Neue Fackeln. Ja, zu schade jetzt das Tropenholz, das wir noch brauchen. Eigentlich wäre das andere Holz auch zu schade, aber